Ja, hallo, ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Marcia Willen. Und ja, wir werden heute mal ein paar Sachen umbauen, die ich eigentlich ein bisschen blöd gemacht habe. So, fangen wir mal an. Beginnen wir mit ein paar. Das, also hier zum Beispiel drei Lampen stehen. Das ist völliger Quatsch. Genauso sind diese Fallen hier eigentlich nicht sehr sinnvoll. Dementsprechend natürlich auch diese Fallen hier nicht. Aber hier den Holzboden zerlegen und hier auch. Da zerlegen wir die Wand. Und hier zwei neue Wände und hier Boden rein. So. Okay, so das zum ersten, dann brauchen wir vernünftige Lampe, die davon kommt hier auch eine hin. Die Kerze wird demontiert. Auch hier bauen wir eine normale Lampe, damit wir hier vernünftiges Licht haben. Ich werde gleich noch erklären, was das Ganze hier auf sich hat. Ja, den Pilz kann man natürlich hier pflücken. Jetzt noch was vergessen. Wir müssen in diesem Raum hier natürlich auch noch Sachen bauen, die den Opfern gefallen. Können wir auf jeden Fall hier einen Fernseher platzieren. Was machen wir noch? Wir können Bücherregal. Nee. Doch. Das kann man eigentlich dort aufstellen. So, warum ich das Ganze mache, ja, es soll eigentlich so sein, dass der fahrende Händler für, ja, du interessierst mich gerade nicht. Ja, ich werde es euch gleich zeigen, wenn die nächsten Opfer kommen. Das ist einfacher, als es so zu erklären. Wir wollen nämlich erreichen, dass die ihre Freunde anrufen und erzählen, wie toll es doch hier ist, wo die sich gerade aufhalten. Das ist das Ziel des Ganzen. Was sollte nicht abgeholt? Na gut, dann müssen wir einen Tag warten. So, was ich außerdem noch machen möchte, ich würde ganz gerne hier mal draußen was bauen. Holz hacken. Jetzt haben wir hier schon drei Opferräume. Die hätte ich etwas anders anordnen können oder sollen, aber naja. Dafür ist es jetzt zu spät. Wir können hier vielleicht noch was reinbauen.
ich muss. Ein Leben erweckten Zahn, ja. Der passt da doch noch hin. Oh, das geht ja schon flott hier mit dem Boden. So, und dann kann man nämlich, glaube ich, Materiallager hier draußen auch bauen. Oh, Opfer kommen bald. Alle auswählen. Hier hin zurück. Na, dann bin ich gleich mal gespannt, ob das funktioniert. Dass die sich eben nicht hier reinkommen und erschrecken, weil es dunkel ist, sondern es ist ja jetzt hell. Und dann haben die hier lauter Unterhaltung und hier auch und hier auch. Und erst wenn hier jemand reinkommt, dann werden wir zuschlagen. Victims are coming. So. Machen wir doch jetzt mal langsam weiter. Nummer. Ups. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Ihr bewegt euch mal dahin. So, man sieht bei der anderen hier jetzt schon, wie er einen Timer runterzählt. So, jetzt gucken wir mal. Plus. Da hat aber auch jemand einen Schreck bekommen. Aber die hier wurden alle bespaßt. Frage ist, warum? Ah, die haben wahrscheinlich hier. Die hat wahrscheinlich mitbekommen, wer hier lauert. Aber ihr habt das mit dem bespaßt auf jeden Fall schon mal gesehen. Ah, die bekommen jetzt auch einen Schreck. Gut, dann. Ich vermute einfach, dass unsere Räume hier noch nicht so ganz perfekt gebaut sind. Fall jemand nach wie vor. Oh, okay, jetzt gab es einen Schreck. So, gut, okay. Das war noch nicht so ganz perfekt, aber ihr habt gesehen, was Ziel des Ganzen ist. Ich denke, ich muss die Räume einfach noch ein bisschen anders anordnen. Dass die besser ausgeleuchtet sind und so weiter. Ja. Wir werden auf jeden Fall auch die kommenden Folgen immer ein bisschen kürzer halten. Ich bin der Vernichter, Meister aller Plagen, Fürst des Todes, Waisenmacher und Henker. Gib mir 100.000 Goldmünzen oder ich werde deine lächerliche Villa dem Erdboden gleich machen. Okay. Na, da bin ich aber gespannt, wer uns da dem Erdboden gleich machen möchte. Wir gehen vielleicht mal wieder in unseren Stammraum. Wo ist er denn, der böse Vernichter? Sie sollte nicht so eine ganz große Klappe haben, vielleicht. Ach da. Das wird er wahrscheinlich sein, oder? Gucken wir mal, wie böse der Vernichter ist. Lebenspunkte hat er scheinbar schon viele. Aber
das war jetzt nicht wirklich. Oh, stopp. Ist da noch jemand? Warum kann ich denn nicht mehr alle anderen hier auf einmal? Kevin, was ist mit dir denn los? Minion is vandalizing your mansion. Verärgerten. Was war das? Okay. Hat Hunger. Okay, Stella, dann würde ich mal sagen, isst du denn gerne? Fleisch. Iss bitte Fleisch. Dann haben wir hier wahrscheinlich ein gleiches Problem. Hat Hunger. Isst Knochen. Dann geh du bitte hier hin und ess Knochen. Wir haben, glaube ich, den Angriff abgewehrt, oder? Ich habe noch hier ein Upgrade, Fähigkeitspunkte. So. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wie wir uns hier heilen können. Das ist noch ein kleines Mysterium. Ups, ah, hier, Heilkapsel. Das. Research done. Wo haben wir denn jetzt wohl die Heilkapsel beigeschrieben? Da. Heilapparat. Auch wenn wir das Ding jetzt noch nicht nutzen können, können wir es ja schon mal bauen. Oder den Auftrag dafür geben. Also wir könnten es nutzen, aber wir können es noch nicht bauen, weil uns Materialien fehlen. So. Billy hat mit Sicherheit auch Hunger. Genau. Geh bitte die Hirne essen. Gleich kommen, werde ich auf jeden Fall alle in der Fabrik lassen, also hier in diesem Raum da warten und nicht mich hier vor die Tür stellen, dass die uns vielleicht entdecken. Holzfackel, Halskette aus 10, Halskette aus Gedärm.
Vogelscheuchenanhänger. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Leiterplatten und. Ja. Ich glaube, so eine maximale Gesundheit plus 200 Kette, die kaufe ich mal. Was können wir dann verkaufen? 50 Leiterplatten. So, wo ist denn hier Graf Dracula, der schon Leben verloren hat? Dann wird dir nicht. Die Halskette umhängen, wenn ich wüsste, wo die ist. Da ist der Vogel. Ist wirklich die Frage, wo ist denn dieses Teil? Ausrüstungslager ist doch. Ne, das Materiallager. Hier ist das Ausrüstungslager. Aber hier ist es nicht drin. Ach, da liegt's. Okay. Zack, so, dann geh bitte hier hin und zur Ausrüstung nehmen. Und dann verflucht nochmal. Zack, Ausgabe. Er hat doch schon nur Sachen, die innen drin sind. Das gibt's doch nicht. So, dann machen wir jetzt hier nochmal Labor. Achso, weil natürlich Briefe schreiben soll, holt er natürlich Holz. Zack, was machen wir nun mit dir? Ja, auch dafür brauchen wir diese blöden Zahnräder. Ich will zumindest schon mal einen Auftrag dafür geben. Ich hoffe, dass jetzt gleich dann doch nochmal ein Händler kommt. Was heute nicht abgeholt. Mann! Schon seit einer Weile schwer verletzt, ja. Bin. Können wir den dann vielleicht heilen, indem er Blut isst? Keinen Tisch, um in Ruhe zu essen. Ah, okay.
rückwärts vom Sack. Entschuldige, Sack, nicht die Schnauze voll, aber... Es kann ja nicht sein, dass du ständig nach draußen rennst. Jetzt packe ich dich einfach mal hier drin, gib dir keine Aufgaben. Und hier in der Küche. Gibt es jetzt nochmal ein paar Tische und Stühle. Oder ob wir genug Plätze zum Essen haben. Rennt auch wieder raus, um Holz zu holen. Aber wenn wir hier ein Materiallager bauen, so, du baust jetzt zuerst das Armat und wir hier nur Holz dann einlagern. Sollte das doch helfen, oder? Etwa 4 Stunden zieht ein Unwetter auf ihre Villa und könnte vom Blitz getroffen werden. Ach herrje, das heißt, ich muss mal den Feuerlöschbereich ein bisschen vergrößern. Und ich sollte Feuer löschen ganz nach vorne schieben. Gesehen habe, haben wir jetzt auch endlich mal die Post wieder weggebracht. Ups. Dieses Feuer bitte zuerst löschen. Is about to die. Uh-oh. Es tut mir leid, Zack, aber are coming. So, dann bin ich mal gespannt. Das jetzt ein bisschen besser läuft. Bespaßt, bespaßt. Alle sind bespaßt. Ne, da haben sich jetzt welche erschrocken.
als sie hier reingekommen sind. Wahrscheinlich ist der Raum nicht gut ausgeleuchtet. So, die haben wir uns vorgeknüpft. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand von denen angerufen hat. Kommt nicht genug Schlaf. Würde ich mal sagen, lieber Zack. Liegt der schlafen? Oh, wir wurden befördert. Du kannst jetzt einen weiteren Diener für dein Team anheuern, okay. Elia, der machiavellistischen Schurken, schickt dir folgende Belohnung. 2500 Goldmünzen. Ui. Okay. Und Karens Fähigkeit hat sich verbessert. Schön. Viel Goldmünzen hier überall rumliegen. Rumliegen. Dass ich hier vielleicht noch mal einen Goldspeicher dazu baue. Ja. Also wenn von... Da ist wieder jemand. Wenn von euch jemand weiß, wie ich an Zahnräder komme, dürft ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben? Ich habe keine Idee. Eine Schusswaffe, okay. Haben wir hier noch eine Brille? Damit siehst du wie ein genialer Wissenschaftler aus, okay. Oh, das klingt nicht schlecht. Oder Frosch, Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Ich finde das schon genial, was es hier alles gibt. Ja. Was ist das? Lilafarbener Pilz. Bei dem kann man eigentlich... kaufen. Wir haben immer noch kein Zahnrad. Oh, was ist denn hier passiert? Muss eine Wand rein. Mal hier ganz gerne. Wachturm bauen. Vielleicht verpasse ich dann keine Fahrzeuge mehr, die hier langfahren, also keine Händler. Post nicht abgeholt, oh Mann. Wir haben noch 15 Briefe, warum? Ich hoffe, dass der nicht irgendwie negativen Einfluss auf die Opfer hat. Wo haben wir denn Zack?
Eigentlich sollen die doch mit da ins Lager. Da jetzt wird auch mal das Gold hier aufgeräumt. Aber leider nicht alles, weil das immer noch nicht hier reinpassen wird. Ja, ich hätte die Räume anders aufteilen müssen. Ich hab. Also. So wie in diesen Viererblöcken, wie ich es hier gemacht habe. Oder hier müsste ich ja eigentlich. Da die da durchlaufen können. Dann auch einen weiteren Raum bauen können. Einen weiteren Raum, ein weiteres Lager. Mein Gott, was rede ich denn? Zu spät, ich sollte gleich schlafen gehen. Uns sind die Gehirne ausgegangen und wir haben auch gleich kein Blut mehr. Aber wir haben viel Fleisch und Knochen. Wo rennt denn Zack hier hin? Was soll das denn? Der Holz von hier, das kann wohl nicht wahr sein. Wir können den nichts machen lassen. Und ein bisschen schlafen legen. Igo und Einhorn Convention, den haben wir jetzt auch schon oft gehabt. Heute nicht abgeholt. Ja, ich werde mich da alles nochmal ein bisschen weiter noch einlesen müssen. Also das mit den Opfern hier war vom Ansatz her gut. Aber vielleicht macht es Sinn, sogar noch mal von vorne anzufangen und das Wissen, das wir schon mal haben, was nicht viel ist, aber so ein bisschen, ja, so zu nutzen, dass wir gewisse Fehler, die wir jetzt gemacht haben, nicht machen. Ihr könnt mir ja mal was in die Kommentare schreiben, ob wir lieber hier weiterspielen sollen, obwohl wir, glaube ich, schon vieles falsch gemacht haben, oder ob wir mal von vorne anfangen und dann, ja, das, was nicht so gut war, beim nächsten Mal besser machen. Also ich freue mich sehr, was von euch zu lesen. Und ja, dann sage ich erstmal danke, dass ihr reingeschaut habt. Und wir sehen uns dann entweder in einer neuen Serie oder in der nächsten Folge. Also bis bald. Bye, bye.